Willkommen zum zweitletzten Vortrag heute in des Winterkongresses der digitalen Gesellschaft 2021 hier in der sehr bequemen Lounge, wo man mal sitzend moderieren kann. Heute sind bei uns Katja Dörlemann und Jakob Dont von Switch und sie erzählen uns heute etwas über die Geschichte des Passworts, die Relevanz in der Gegenwart und Alternativen für die Zukunft. Ich werde gleich das Wort an Sie übergeben. Zuvor jedoch würde ich unsere Zuschauer gerne darauf hinweisen, dass es einen Chat gibt, einen Public Chat, wo man Fragen stellen kann. Diese Fragen werden dann anschließend nach dem Vortrag beantwortet und den Link dazu findet ihr unter dem Livestream zum Draufklicken. Gut, dann heiße ich herzlich willkommen unsere Vortragenden und bitte. Ja, hallo, vielen Dank, David, für die Anmoderation und danke, dass wir heute dabei sein dürfen am Winterkongress. Wie du schon gesagt hast, wir reden heute über Passwörter, das Triggerthema schlechthin im Security-Bereich auf Security-Experten-Seite und ich frage mal ganz kurz, ist irgendwas falsch? Nein, okay. auf Security-Expertinnen-Seite und auch Nutzer- und Nutzerinnen-Seite. Warum das so ist und ob das auch weiterhin immer so bleiben wird, das wollen wir heute mit euch so ein bisschen andiskutieren. Wir, wie David schon gesagt hat, ich bin Katja, ich mache Security Awareness bei Switch und Jakob ist... Genau, ich bin Jakob, ich mache vor allem DNS-Security auch bei Switch. Genau, ganz kurz zu Switch. Wer sind wir? Wir sind eine Stiftung. Wir betreiben das National Research and Education Network in der Schweiz. Das heißt, grob gesagt, wir machen das Internet für die Hochschullandschaft. Und wir sind die Registry für .ch und .li Domains. Das heißt, grob gesagt, wir machen das Telefonbuch für .ch und .li Domains. Genau. In dem Bereich machen wir ganz viele Sachen, unter anderem Security. In dem sind Jakob und ich auch tätig im Computer Emergency Response Team von Switch. Und weil wir das machen, also in unserem Alltag, müssen wir mit unseren Kunden ziemlich viel über Passwörter reden. Wer sind unsere Kunden? Das sind die Hochschul-Community, die Internet-Community und noch so ein paar Organisationen der kritischen Infrastrukturen. Und eigentlich führen wir da sehr häufig dieselben Diskussionen. Es geht häufig um Passwörter. Warum? Passwörter sind in 80% der Sicherheitsvorfälle, für 80% der Sicherheitsvorfälle verantwortlich. Entweder weil sie gestohlen worden sind oder geknackt worden sind. Das ist natürlich für die Security Community ziemlich blöd, sagen wir es mal so. Aber vergegenwärtigen wir uns vielleicht mal ganz kurz, wo wir überall Passwörter haben und was wir alles mit Passwörtern schützen. Nämlich, also wir als Nutzer und Nutzerinnen müssen alle unsere Online-Accounts, also alle Daten, die wir online irgendwo gespeichert haben, schützen wir mit Passwörtern. Das ist Social Media, Amazon, die ganzen E-Mail-Sachen, Spotify, Google-Account, alles, was wir sonst so haben. Vielleicht überlegt ihr euch mal gerade so im Hinterkopf, wie viele Accounts ihr so alle habt und wie viele Passwörter ihr so nutzt. Es sind ziemlich viele. Das heißt, Passwörter sind für den Schutz unserer Daten ziemlich wichtig. Wir schützen aber nicht nur unsere Online-Accounts und die Daten, die wir dort speichern, mit Passwörtern, sondern wir verschlüsseln natürlich auch mit Passwörtern in der Cloud, auf unserem Computer, Festplatten etc. Das heißt, Passwörter sind der Schlüssel zu unseren Daten und deswegen natürlich auch besonders interessant für Cyberkriminelle. Immer mehr, weil die jetzt auch mittlerweile alle verstanden haben, dass es einfacher ist, so ein Passwort zu hacken oder zu stehlen, als ein komplexes Security-System zu hacken. Warum machen die das? Die wollen natürlich an unsere Daten, das ist klar. Experten gehen davon aus, dass Cybercrime mittlerweile einen Umsatz von 1,5 Billionen Dollar macht. Das ist ziemlich viel. Auf der Grafik hier oben seht ihr so, wie viel Umsatz Apple und Amazon so machen. Also da liegt ordentlich Geld drin und von diesen 1,5 Billionen Dollar werden 160 Milliarden Dollar alleine mit dem Handel von gestohlenen Daten gemacht. Und Handel heißt wirklich nur Handel, nicht Nutzen, sondern nur Kauf und Verkauf. Das heißt, da liegt ganz schön viel Geld. Nur um das auch nochmal so zu zeigen, was das in der Praxis heißt, mal kurz die Top 3 der
der schlimmsten Passwortsünder 2020 von Dashlane. Dashlane ist ein Passwortmanager, die klar machen die so nette Listen. Ist eigentlich eine Top 10. Ich habe jetzt nur die ersten drei Plätze hier mal aufgezählt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Vorfall im Juli mit Twitter erinnert. Da wurden 130 Accounts, von 130 Accounts, darunter so Accounts wie von Barack Obama, Elon Musk, übernommen, kann man sagen, und in deren Namen Bitcoin-Scams gepostet. Was war da passiert? Ein Highschool-Schüler, ein 17-Jähriger, hatte bestimmte Twitter-Mitarbeitende mit einer Spear-Phishing-Attacke angegriffen und sie dazu gebracht, auf einen Link zu klicken und ihr Passwort zu ändern. Das ist natürlich, ja, da ist ein bisschen was schiefgelaufen. Im April, Zoom, anderer Fall, da wurden 500.000 Zugangsdaten irgendwo im Darknet zum Verkauf angeboten. Ist auch nicht so cool. Und EasyJet auf dem dritten Platz hat im Januar 2020 scheinbar festgestellt, dass 9 Millionen E-Mail-Adressen und Flugdaten und über 2000 Kreditkartendaten ihrer Kunden und Kundinnen verloren gegangen sind oder gebreached worden sind, aber erst im April Bescheid gesagt den betroffenen Leuten, was natürlich den Cyberkriminellen schön Zeit gelassen hat, gezielte Attacken zu planen und schöne Phishing-Mails zu schreiben, die besonders glaubwürdig sind, natürlich, mit diesen Daten. Genau. Wie sind wir jetzt dahin gekommen, dass Passwörter ein großes Einfallstor sind, viele Diskussionen im Sicherheitsbereich dominieren? Die Frage ist halt, sind Passwörter wirklich so eine clevere Authentisierungsmethode? Waren sie damals als man sich überlegt hat, wie geht man jetzt mit getrenntem Zugang zu Computern oder Rechnern um? War das damals eine gute Idee, hat man gedacht? Also es wurde straightforward solution sich überlegt, dass das eine unkomplizierte Lösung für das Problem. Fernando Corbeito, ich weiß nicht ganz genau, wie man ihn ausspricht, aber irgendwie so, war ein US-amerikanischer Informatiker und ehemaliger Professor am MIT, der mitbeteiligt war an der Entwicklung vom Compatible Timesharing System. Das ist einer der ersten Computer mit Passwortfunktionen. Was man da machen wollte, war ein Rechner, auf den auch Studierende zugreifen sollten, die forschen wollten. Und die sollten 4 Stunden pro Woche Zeit haben, um diesen Computer zu nutzen, um ihre Simulationen zu machen und so weiter. Und dieses Compatible Timesharing System war eins der ersten Mehrbenutzersysteme. Das heißt, Studierende konnten ihre Projekte getrennt voneinander mit dem Rechner zusammen nutzen. Und dafür braucht es natürlich irgendwie einen Zugang. Man hat sich also überlegt, unkompliziert, straightforward solution, man macht das mit Passwörtern. Schon 1962, der Legende nach, gab es dann den ersten Passwortdiebstahl. Und zwar hat der Herr, der Doktorand Alan Scher überlegt, nee, ich brauche mehr als 4 Stunden Rechenzeit für meine Simulation in der Woche und hat durch Zufall herausgefunden, wie man die Passwortdatei auf dem Computer ausdruckt, hat es auch gemacht und sich ein paar mehr Stunden einberaumt. Genau, so hat das Ganze angefangen. Nun ist es so, dass 1961 die Zahl der Passwörter, also Alans Passwörter war 1. Er hatte 1 für eben diesen Computer, den er brauchte für seine Forschung. Nun, bis heute ist es natürlich so, dass viele andere Technologien und Systeme sich auch überlegt haben, das mit dem Passwort ist ja ganz unkompliziert und total super und straightforward, sodass wir heutzutage mehr als um die 100 Passwörter haben. Also Jakob und ich haben mal zusammengerechnet, was wir alle so für Passwort, wie viele Passwörter wir so haben und sind auf die, wie ihr seht, Anzahl gekommen. Und ich denke, dass das so der Durchschnitt ist von der, also der, dem durch, der die durchschnittliche Internetnutzer, Nutzerin. Genau. Also da hat man sich nicht so wirklich überlegt, 1961, dass es halt noch viele, viele weitere Anwendungen dann irgendwann für Passwörter gibt und dass man irgendwann ziemlich viele hat. Was auch irgendwann dazugekommen ist in der Zeit zwischen 1961 und 2021, ist die steigende Cyberkriminalität. Die hat man sich vorher auch nicht so richtig, also die hat man nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, wie auch, konnte man sich nicht so ausdenken, das ist jetzt halt so. Und die Security-Community hat sich jetzt überlegt, wie gehen wir damit um, weil wie gesagt, Passwörter werden gestohlen und sind Zugang zu unseren Daten und die Daten werden dann gestohlen. Was machen wir jetzt am besten?
Man hat sich nicht überlegt, einen Ersatz oder eine Alternative zu Passwörtern zu machen, sondern ziemlich lange und immer noch ist das Einzige, was einem eingefallen ist, wir machen die Passwörter länger, komplexer und wir wechseln sie auch noch regelmäßig. Ist das sinnvoll? Nicht zwingend. Macht es das Ganze sicherer? Auch nicht wirklich, weil es ist nämlich nicht nutzerinnenfreundlich. Schon 1999 gab es eine Studie von Sasse, Adams und Lund, die gezeigt hat, dass der Passwortwechsel eigentlich keinen Sinn macht, also die Sicherheit nicht zwingend erhöht, weil die NutzerInnen nämlich dann dazu neigen, sich unsichere Passwörter zu wählen, weil sie müssen ja ständig sich neue merken. Das heißt, meistens nehmen sie einfach eine Variation mit dem Jahr, dem aktuellen oder dem Geburtsdatum oder die Zahl, die hochzählt. Das macht es natürlich ziemlich unsicher. Wie gesagt, das wurde 1999 schon so publiziert in der Studie. Allerdings wurden erst 2017 die NIST-Guidelines zum Beispiel abgedatet. NIST ist das National Institute for Standards and Technology der USA. An diesen Guidelines orientieren sich viele Unternehmen. 2017 wurde, wie gesagt, die Guidelines wurden da angepasst. Der BSI, also der BSI IT-Grundschutz, das heißt BSI ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Deutschland, die haben 2019 ihre Empfehlungen angepasst, also an die Unternehmen Passwörter nicht mehr regelmäßig ändern zu lassen. Das heißt, die Security-Community hat da so ein bisschen den Nutzer aus den Augen verlassen, Nutzer, Nutzerin aus den Augen verloren, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Jakob, erklär uns doch mal, wo uns das jetzt hinbringt eigentlich in der Gegenwart. Genau, danke für die Überleitung. Genau, wie Katja gesagt hat, Passwort hat schon eine längere History, eine größere Vergangenheit und aus der Vergangenheit lernt man ja immer. Und jetzt, wo wir in der Gegenwart angekommen sind, hat man endlich das sicherste Passwort gefunden. Wie ihr hier seht aus dem Artikel von Postillon von vor einigen Jahren. Nein, das ist natürlich nicht, ist nicht der Fall, sondern es zeigt eigentlich eher, wie schwer es manchen noch fällt, das Thema ernst zu nehmen, weil es so häufig wieder diskutiert wird und so viele doch so wichtig ist und so viele Probleme aber auch mit sich bringt. Wie allumgegenwärtig das Thema ist oder zumindest in bestimmten Branchen, eben unter Security Professionals zum Beispiel, kann man auch auf Social Media lesen. Hier gibt es ein paar Tweets, die deutlich machen eben, dass das Thema zum Teil nicht mehr so ernst genommen wird oder dass man sich über bestimmte Passwort-Policies zum Beispiel lustig macht. Zum Beispiel John Optenacker sagt, don't forget to increase the year in your password, was eben darauf anspielt, dass es ja viele Policies immer noch gibt, die eben doch darauf bestehen, dass man das Passwort häufig ändert, obwohl es eben nicht mehr als sinnvoll erachtet wird. Auch Memes gibt es genug zu diesem Thema, wie ihr hier sehen könnt. Es gibt noch viel mehr, aber das waren einige unserer Favoriten. Ich finde das Meme rechts oben ganz lustig. I changed all my passwords to incorrect, so whenever I forget, it will tell me your password is incorrect. Passwörter kann man ab und zu vergessen, also das ist noch ganz praktisch. dieser Trick. Ich weiß nicht, Katja, hast du auch ein Lieblingsmeme auf der Folie? Mir gefällt besonders das mit dem Sparta-Menschen. Sehr gut. Genau, jetzt eben sind wir in der Gegenwart, 2019 mehr oder weniger Gegenwart. Jetzt, obwohl man eigentlich schon so viel mit Passwörtern zu tun hatte und immer noch zu tun hat, ist die Realität so, dass das die Top 10 Passwörter sind der Schweiz im 2019. Also nicht unbedingt die sichersten Passwörter, vor allem Zahlenfolge. Oder die Patrioten wählen dann Switzerland auf Englisch, warum auch immer. Aber es sind doch noch größtenteils Zahlenfolgen, die man sich natürlich gut merken kann. Katja, glaubst du, es hat sich geändert im 2020? Schauen wir doch mal. Hat sich nicht grundlegend geändert. Zahlenfolgen sind immer noch sehr beliebt.
Es sind ein paar andere Passwörter dazugekommen. Ich finde das siebte ganz interessant, dass immerhin kein bestehendes Wort. Das klingt sehr lustig, wenn man es ausspricht. Genau, aber die Leute sind nicht wirklich sehr kreativ, wenn es um die Passwortwahl geht. Genau, jetzt, wie kommt man eigentlich an diese Listen, die ich euch gerade gezeigt habe? Weil eigentlich sind Passwörter oder sollten Passwörter ja nicht einfach so öffentlich verfügbar sein. Das heißt, man kann eigentlich auch nicht diese Top-10-Listen erstellen. Jetzt ist es aber leider so, dass es sogenannte Data Breaches gibt, bei denen Firmen eben Daten verlieren. Und das kann alles Mögliche sein, aber unter diesen Daten können sich eben auch Passwörter oder Varianten von Passwörtern, Hashes von Passwörtern, da komme ich später nochmal drauf zurück, befinden. Genau. Nur um zu zeigen, dass es nicht, dass es kein Randthema irgendwie ist oder dass es irgendwie ein Randphänomen wäre. Mit diesen Data Breaches passiert sehr häufig, also eigentlich andauernd, dass Firmen einfach irgendwie gehackt werden, dass irgendwelche Kriminellen in die Firmennetzwerke eindringen und bestimmte Daten stehlen. In dieser Tabelle kann man eben die Breaches vom 2020, von letztem Jahr, sehen und das sind schon einige. Und so hat es eben jedes Jahr wieder recht viele solche Breaches. Und wie gesagt, das sind nicht immer unbedingt Passwörter. Da kann alles Mögliche drin sein. Aber in jedem Fall ist es sehr ungünstig, wenn Firmen diese Daten verlieren. Da können zum Beispiel auch andere persönliche Daten, also irgendwie E-Mail-Adressen, persönliche physische Adressen, Kreditkartendaten sogar drin sein. Und mit diesen Daten wird dann eben gehandelt, wie Katja vorher schon erzählt hat. Genau, jetzt ist es natürlich doof, wenn das passiert mit diesen Breaches, aber es passiert andauernd und man kann es so als Einzelperson nicht verhindern. Was man allerdings machen kann, ist nachschauen, ob man selbst davon betroffen ist. Also ob man selbst irgendwo ein Konto hat bei irgendeinem Anbieter, der gehackt wurde und dessen Daten dann irgendwie zum Beispiel im Darknet gelandet sind oder verkauft wurden an andere Kriminelle. Und das bekannteste dieser Tools, wo man eben überprüfen kann, ob die eigenen Daten in irgendeinem dieser Breaches aufgetaucht sind, ist Have I Been Pwned. Das Tool gibt es mittlerweile schon einige Jahre. Das ist von Troy Hunt. Das ist ein Security Researcher, der im Moment bei Microsoft arbeitet. Und der sammelt eben diese ganzen Daten der bekannten Data Breaches. Also es kann natürlich auch immer sein, dass Firmen gehackt werden und das nicht an die Öffentlichkeit gelangt, sondern die Daten einfach irgendwo unter der Hand weiterverkauft werden. Und in dem Fall tauchen die Daten oder werden die Daten dann nicht in diesem Tool Have I Been Pwned auftauchen. Aber es ist wohl der umfassendste Datensatz, den es im Moment gibt. Also wenn man befürchtet, irgendwo einen Account zu haben bei einer Firma, deren Daten abhandengekommen sind, kann man das eben dort überprüfen. Es gibt noch andere Tools, die eigentlich sehr ähnlich funktionieren. Zum Beispiel gibt es von Melanie ein Check-Tool, auf dem man eigentlich auch seine E-Mail-Adresse oder sein Username eingeben kann, um sowas zu überprüfen. Und dann gibt es auch noch von iBerry auch wieder den gleichen Service eigentlich, der sogar im Hintergrund auf Have I Been Pwned zugreift und dort eben wiederum überprüft, ob die eigenen Daten irgendwo aufgetaucht sind. Genau, jetzt was sind eigentlich so generell die Methoden, um an Passwörter zu kommen für Hacker oder für Kriminelle? Es gibt einerseits das Social Engineering, bei dem man eigentlich versucht, Menschen so zu manipulieren, dass sie einem mehr oder weniger freiwillig bestimmte Daten hergeben. Zum Beispiel wäre eine Variante davon Phishing. Das habt ihr bestimmt alle schon mal irgendwo gesehen, eine Phishing-Seite, die versucht, irgendeine bestehende Seite nachzumachen und einen so dazu zu bringen, Login-Daten zum Beispiel einzugeben. Also zum Beispiel eine falsche Facebook-Seite, die nicht auf facebook.com, sondern
irgendeiner anderen Domain oder so gehostet wird, aber genauso ausschaut auf den ersten Blick und somit halt versucht, die Login-Credentials abzugreifen. Dann gibt es auch noch CEO-Fraud. Das bedeutet eigentlich, dass man Mails verschickt und vorgibt, eben der CEO zu sein und somit andere Mitarbeiter einer Firma auch zu bestimmten Handlungen bringt. Zum Beispiel, dass sie irgendwie Geld irgendwo hinüberweisen. Manchmal oder oft ist dann auch noch Druck im Spiel, also die Mails sind so formuliert, dass dann beim Empfänger gewisser Druck ausgelöst wird und man nicht mehr irgendwie rückfragt oder so, sondern einfach das, was in dem E-Mail steht, ungefragt ausführt, zum Beispiel Geldüberweisungen. Was es auch noch gibt, sind IT-Scams, also dass man angerufen wird von Mitarbeitern, angeblichen Mitarbeitern von Microsoft zum Beispiel, die behaupten, man hätte irgendwelche Viren auf dem Computer und das müsste behoben werden und am Ende übernehmen dann die Hacker die Kontrolle über den Computer und gelangen so an alle möglichen weiteren Daten und haben eigentlich volle Kontrolle über das Opfer. Jetzt gibt es neben Social Engineering auch noch andere Methoden. Man könnte es so als Raten zusammenfassen. Zum Beispiel, wenn man versucht, das Passwort einer bestimmten Person rauszufinden, könnte man sich irgendwie überlegen, aus welchen Wörtern eine Person Passwörter zusammengesetzt hat. Und oft, wenn man sich Passwort überlegt, tendiert man vielleicht dazu, das irgendwie aus Begriffen oder Wörtern zusammensetzen, die mit dem Privatleben zu tun hat. Das heißt, man probiert dann irgendwie Kombinationen aus dem Namen des Hundes und der Lieblingsfarbe oder Ähnliches. Notizzettel liegen natürlich auch manchmal rum, da muss man dann nicht mehr viel raten. Da steht dann das Passwort einfach drauf im besten Fall. Dann gibt es noch Brute-Force-Angriffe, das ist etwas technischer. Und Dictionary-Attacks. Die letzten beiden Methoden haben eigentlich indirekt mit den Data Breaches zu tun. Also gut, zunächst, Brute Force heißt eigentlich einfach, dass man wild drauf losrätst, dass man wirklich ohne irgendwelche Zusatzinformationen alle möglichen Buchstaben, Zahlen, Zeichenkombinationen durchprobiert. Und Dictionary Attacks ist eine schlauere Variante davon, indem man nicht mehr alle möglichen Kombinationen probiert, sondern eher Kombinationen aus bestehenden Wörtern, möglicherweise noch Buchstaben durch Zahlen ersetzt, weil Menschen eben dazu tendieren, Passwörter zu wählen, die sie sich leichter merken können und deswegen aus bestehenden Wörtern zusammensetzen. Jetzt Brute Force kann man zum Beispiel, man könnte jetzt auf irgendeine Login-Seite gehen und dort für einen Benutzer alle möglichen Passwörter ausprobieren. Aber mittlerweile sind Webseiten natürlich idealerweise so geschützt, dass man nicht unendlich viele Möglichkeiten hat, die Passwörter auszuprobieren. Deswegen wird das eher schwer mit dem Brute Force. Man hat sehr wenig Möglichkeiten, sehr wenig Versuche, um das Passwort zu erraten. Aber vorher hatte ich ja schon von den Data Breaches erzählt und dort kommt es eben vor, dass in den Datensätzen auch Informationen zu Passwörtern enthalten ist. Weil es bekannt ist oder weil es fast unumgänglich ist, dass irgendwelche Firmen irgendwann mal gehackt werden und Daten verlieren, hat man eigentlich schon Vorsichtsmaßnahmen genommen und speichert nicht direkt das Passwort in der Datenbank. Weil eigentlich, was ja passiert ist, wenn man sich anmeldet, man gibt irgendwann ein Passwort ein und das muss irgendwie abgeglichen werden mit dem richtigen Passwort. Und dann könnte man ja einfach das richtige Passwort irgendwo speichern in einer Datenbank. Aber wenn die Datenbank dann abhanden kommt, dann ist das Passwort natürlich auch sofort bekannt und das ist ungünstig. Und deswegen gibt es sogenannte Passwort-Hashes. Und zwar ist ein Hash eigentlich eine mathematische Funktion, die nur in eine Richtung gut funktioniert. Das heißt, als Input gibt es ein Passwort, wie in dem Beispiel Oops. Dann macht die mathematische Funktion irgendwas damit und der Output sieht dann so aus, wie das auf der rechten Seite, diese lange Zahlen-Buchstaben-Folge. Und diese Hash-Funktion ist eben bekannt. Also wenn ich das Wort Oops kenne, dann kann ich ohne weitere Informationen diesen Hash daraus berechnen. Allerdings ist es so entworfen, dass es in die andere Richtung idealerweise nicht funktioniert. Also wenn man nur diesen Hash hat, dann kann man daraus nicht rückschließen auf das Passwort. Das heißt jetzt, anstatt das Passwort in Klartext irgendwo in der Datenbank zu speichern, wird dieser Hash
anstelle dessen gespeichert und wenn man dann das Passwort eingibt, wird der Hash davon berechnet und wenn der Hash übereinstimmt mit dem in der Datenbank, dann weiß das System, dass das Passwort stimmt. Wenn es nicht der Fall ist, ist es eben das falsche Passwort. Jetzt gibt es aber trotzdem Methoden, die in manchen Fällen dazu führen können, dass man aus dem Hash doch das Passwort rausfindet. Und eine davon ist eben die Brute-Force-Methode. Und mit der Brute-Force-Methode probiert man eigentlich einfach alle möglichen Zahlen, Buchstabenkombinationen aus, berechnet für jede Kombination diesen Hash und gleicht immer wieder ab mit dem Hash, den man halt gefunden hat. Und wenn der Hash übereinstimmt mit dem, den man berechnet hat, weiß man, dass der Input, den man für diesen Hash gebraucht hat, das richtige Passwort ist. Und je nachdem, wie kompliziert man das Passwort wählt, gibt es halt mehr oder weniger Möglichkeiten, die durchprobiert werden müssen. Und in dem Fall beim Passwort mit 5 Buchstaben ist es sehr einfach, das zu knacken. Nämlich kann man das auf einem normalen Laptop, einem normalen Gerät in unter 2 Minuten knacken. Das heißt, es ist wichtig, starke Passwörter zu wählen, wegen dieser Eigenschaft. Jetzt, was sind starke Passwörter? Grob gesagt ist eigentlich der grüne Bereich auf dieser Grafik der richtige Bereich. Also ihr seht ganz links in der Spalte die Anzahl der Characters und dann in den weiteren Spalten eben die verschiedenen Zeichen, die man dann verwendet. Also wenn man nur Zahlen verwendet, ist eben sehr schwach. Wenn man dann dazu noch Buchstaben verwendet, Groß-Kleinbuchstaben, Zahlen und auch noch Sonderzeichen, dann wird das Passwort eben immer stärker, einfach weil die Anzahl der Kombinationen, die man durchgehen muss für die Brute-Force-Attacke, zu hoch wird und nicht mehr in menschlicher Zeit berechenbar. Genau, jetzt, was schließen wir daraus? Man sollte am besten einzigartige Passwörter wählen, weil eben Daten ab und zu abhanden kommen. Und im schlimmsten Fall gelangen dann Passwörter an die Öffentlichkeit. Und was dann der Hacker natürlich als erstes macht, ist, er probiert das gleiche Passwort bei anderen Accounts, die einem gehören. Deswegen, damit der Hacker dann nur zu einem Account Zugriff hat, sollte man eben für jeden anderen Account ein einzigartiges Passwort wählen. Dann wegen der Brute-Force-Attacke ist auch eben wichtig, dass das Passwort lang genug ist. 12 Zeichen wären so im Moment empfohlen. Und im Idealfall, um Hacking-Versuche noch schwieriger zu machen, wird auch noch Multifaktor-Authentifizierung empfohlen, also MFA, 2FA, dass man einfach noch einen zweiten Faktor hat, der zusätzlich noch den Account schützt. Genau. Genau. Das heißt, also eigentlich wissen wir das schon alle, die meisten Menschen, also es gibt Studien, die zeigen uns, die meisten Menschen wissen das eigentlich, dass wir uns so, dass wir unsere Passwörter so managen und so auswählen sollten, wie das Jakob uns gerade erklärt hat. Also nicht recyceln, dass es riskant ist. Viele haben auch Angst, dass die Passwörter gestohlen werden. Und die meisten wissen auch Bescheid, was sie eigentlich machen müssen. Trotzdem recyceln oder nutzen 66% immer noch dasselbe Passwort. Fast die Hälfte ändert nie ihr Passwort. Und viele merken sich ihre Passwörter noch auswendig. Warum ist das so? Also woran scheitert die ganze Sache? Nummer eins, man hat ziemlich lange zu viel darauf Wert gelegt, dass man den Leuten erklärt, wie sie ihr Passwort sicher wählen, ihnen aber nicht irgendwann gesagt, wie sie die Sachen dann auch managen. Das heißt, natürlich ist es schön, wenn mir ein Security-Experte oder eine Expertin erzählt, ich soll ein einzigartiges, langes, komplexes Passwort nehmen und möglichst lang, aber mir dann nicht nachher erzählt, wie ich das sicher oder wie ich das convenient und irgendwie nutzbar verwalten kann. Damit kommen wir zum nächsten Punkt. Es gibt, das haben wir festgestellt in unserer Arbeit, ziemlich viele Vorurteile gegenüber Passwortmanagern. Meistens ist da die Angst, dass man ja dann alle Passwörter einer Person gibt oder einem Service anvertraut und wenn der dann gehackt wird, dann sind natürlich alle weg. Das ist natürlich so, aber die Balance zwischen Nutzbarkeit und Sicherheit ist bei Passwortmanagern immer noch das Optimum. Also momentan. Das ist momentan noch das, was man am meisten empfehlen kann. Natürlich könnte man sich auch eine Liste schreiben, handschriftlich, die in Safe einschließen und immer, wenn man ein Passwort davon braucht, den Safe aufmachen, die Liste rausholen, das alles abtippen. Aber das dauert natürlich ziemlich lange. Also Passwortmanager sind momentan noch
das noch alternativlos, was die Aufbewahrung von Passwörtern angeht, wenn man es auch noch halbwegs nutzbar machen möchte. Dann hat die Security-Community so ein bisschen verpennt, sich zu überlegen, wie mache ich denn das ganze Thema Multifaktor-Authentifizierung irgendwie auch für den Standard und die Standard-IT-Nutzer und Nutzerinnen verständlich und nutzbar. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal angeschaut habt, aber auf den meisten Service-Plattformen, also Google, Facebook etc., werden verschiedene Begriffe für dieselbe Lösung, für dasselbe Ding, für dasselbe Phänomen benutzt. Also man findet Two-Factor-Authentication, man findet Two-Step-Login, man findet Two-Step-Verification, MFA, 2FA, was auch immer. Das ist natürlich sehr verwirrend für jemanden, der sich damit eigentlich nicht auskennt. Und dann der Klassiker natürlich, wenn ich schon erst 5 Wikipedia-Artikel lesen muss und mich durch 3 Menüs durchklicken muss, um irgendwas sicher zu machen, werde ich es nicht tun, weil meine Priorität ist, wenn ich nicht Security-Experte oder schon sehr affin bin, nicht Security, sondern ich möchte das Internet nutzen, ich möchte meinen Computer nutzen, um mich mit meinen Freunden zu vernetzen, meine Präsentation fertig zu machen etc., wenn ich mich da noch sicher verhalten kann. Das ist schön, aber nicht mit zu viel Aufwand. Genau. Aber deswegen gibt es ja momentan schon oder wird ja an aktuellen Alternativen entwickelt und das erklärt uns der Jakob jetzt nochmal. Genau. Eben wie Katja gesagt hat, gibt es ja zum Glück schon einige Alternativen zu dem ganzen Passwort-Mess. Das erste, was auch schon länger im Einsatz ist, sind Biometrie-Merkmale. Davon haben wir vorher auch schon gehört heute Nachmittag. In der Lounge. Das kann zum Beispiel Fingerabdruck sein oder Face ID, wodurch man quasi die Passworteingabe umgeht und sich mit diesen einzigartigen Merkmalen identifiziert. Was es auch gibt, ist sogenannte Single Sign-On. Dadurch wird man die Passwörter nicht komplett los, aber die Idee ist, dass man eigentlich nur noch ein Login hat. Man identifiziert sich einem Service gegenüber und dieser übernimmt dann die Authentisierung den anderen Service gegenüber. Zum Beispiel wäre die EDU-ID so ein Single-Sign-On-System oder der SwissPass oder SwissID. Und es gibt eben noch viele weitere. Dann als drittes gibt es auch noch FIDO 2, Fast Identity Online. Und das ist eigentlich eine Art die Schlüssel, physischer Token oder eine App, die diesen Schlüssel enthält, mit dem man sich dann auch wieder gegenüber anderen Services authentisiert. Genau, nur kurz, um zu zeigen, das ist keine Science Fiction, sondern ist tatsächlich schon, also zum Teil auch schon länger Realität. Nur hier als Beispiel eine Firma, die zum Beispiel so Gesichtserkennung, Service anbietet oder auch andere Sachen wie Stimmerkennung sogar. Und noch verschiedene andere Sachen. Also es gibt schon Alternativen zu den ganzen Passwörtern, die man immer noch verwalten muss. Jetzt, es gibt zwar die Alternativen, aber irgendwie das mit den Passwörtern ist eben immer noch so, ist halt eben immer noch ein Thema und es scheint auch nicht jetzt direkt zu verschwinden. Allerdings scheint generell die Meinung zu sein, dass Passwörter auf längere Sicht sterben müssen. Aber eben, es ist wahrscheinlich nicht von heute auf morgen gelöstes Problem oder Passwörter werden nicht von heute auf morgen verschwinden. Aber auf längere Sicht wird das hoffentlich der Fall sein. Jetzt, was gibt es da noch so für Alternativen? Also wir haben jetzt schon ein paar Sachen gehört, die schon angewendet werden. Aber in Zukunft könnte man sich eben noch weitere Methoden oder weitere Systeme vorstellen. Zum Teil klingen sie schon recht nach Science Fiction und das soll auch keine abschließende Liste hier sein, aber einfach mal ein paar Dinge, an denen so geforscht wird. Also der erste Punkt eben biometrische Daten, den hat man schon im Einsatz. Dann kann eben das Problem sein, dass es nicht ersetzbar ist. Also man hat eben nur eine feste Anzahl Fingerabdrücke und nur ein Gesicht. Dann gibt es eine weitere Methode, Zero Login, wo quasi eine Art Fingerprint gemacht wird auf Basis des Verhaltens. Also zum Beispiel, wie man die Maus bewegt, wie man
Sachen eintippt auf der Tastatur. Da stellt sich dann die Frage, wie loggt man sich out aus und auch wenn es eben gespeichert wird und auch wieder gehackt wird, dann ist es, hat man wieder das gleiche Problem, dass andere dann diese Fingerprints auch verwenden können und so das Login täuschen können. Man könnte sich sogar Implantate einsetzen lassen, Mikrochip-Implantate, die ja dann auch eben so Schlüsselmaterial enthalten, mit dem man sich dann identifizieren kann. Brain Password ist auch ein Begriff, an dem geforscht wird. Es läuft auch wieder darauf hinaus, eigentlich, dass eine Art Fingerprint erstellt wird aus den Gehirnaktivitäten. Also man misst dann irgendwie Gehirnströme und da das dann bei jedem Menschen anders ist, kann man so eindeutig einen Menschen identifizieren. Oder sogar über DNA könnte man sich identifizieren. Aber auch da eben Technologie ist noch nicht ganz da. Jetzt, wir haben schon gehört vom Single Sign-On vorher, das gibt es ja schon. Das Problem ist allerdings, es gibt nicht nur einen Single Sign-On, sondern jeder will irgendwie Single Sign-On-Anbieter sein. Das heißt, One ID to rule them all ist jetzt die Frage, ist das realistisch? Im Moment scheint es eben nicht der Fall zu sein, weil, wie gesagt, jeder Anbieter möchte so ein System anbieten. Und am Ende kann man sich dann mit dem einen Single Sign-On-Service bei Service A, B und C anmelden und mit dem anderen bei Service D, E, F. Und es gibt aber keinen, den man wirklich für alles benutzen kann. Und außerdem stellt sich auch noch die Frage, wie viel Vertrauen möchte man einem so einem Anbieter schenken und wie viele Daten möchte man diesem Anbieter, persönliche Daten möchte man bei diesem Anbieter haben. Genau. Zum Glück, also es gibt eben sehr viele Ansätze, um längerfristig Passwörter weniger wichtig zu machen. Und zum Glück spielt aber der menschliche Faktor bei diesen ganzen Ansätzen immer mehr eine zentrale Rolle, wie Katja euch jetzt erzählen wird. Genau, und zwar gibt es mittlerweile das Forschungsfeld Human-Centered Security, das jetzt nur kurz zum Abschluss, weil wir wollen ja vielleicht auch noch ein paar Minütchen zur Zeit für die Fragen haben. Genau, das Ganze nennt sich Human-Centered Security, ist ein halbwegs neuer Forschungsbereich. Also wirklich irgendwie so seit den Nullerjahren so kommt das immer mehr. Es gibt ziemlich viele interessante Paper, die man dazu schon lesen kann. Hier sind ein paar Links drauf, wo es wirklich darum geht, nicht nur das Ganze sicher zu machen, sondern auch nutzbar und ergo deshalb sicher. Weil ohne den Faktor Mensch, ohne den Nutzer, ohne Nutzer und Nutzerinnen bekommen wir die Sicherheitsprozesse nicht sicher. Wie gesagt, auch da Passwort, perfekte Beispiel. Man kann die Security-Technologie so sicher machen, wie man möchte. Wenn Nutzer oder Nutzerin Passwort 12345 wählen, ist eh alles egal. Das heißt, der Faktor Mensch muss mit einberechnet werden und das passiert immer mehr. Nicht nur in Papern mittlerweile, das so zur Anregung, gibt es an der Ruhr-Universität Bochum zum Beispiel schon den Studiengang. Also man kann da auf Bachelor und Master schon das Thema Usable Security studieren, Security and Privacy, genau. Und da gibt es dann auch dieses spannende Modul, nicht sichere Authentifizierung, sondern tatsächlich benutzbare Authentifizierung. Also für die Zukunft, da wird viel geforscht, aber wie der Jakob schon gesagt hat, wird es noch einige Zeit dauern. Wir müssen uns noch länger mit Passwörtern irgendwie rumschlagen. Aber schauen wir einfach, dass wir das ganze Thema den Mensch und die Nutzbarkeit mehr ins Zentrum rücken. Und dann kommt das irgendwann gut. Datenschutz natürlich nicht vergessen, ist klar. Und damit wären wir eigentlich fertig, David. Soweit und parat für Fragen, falls es welche gibt. Ja, vielen Dank für diesen sehr interessanten Vortrag. Jetzt können die Zuschauer Fragen stellen im Public Chat. Den Link dazu findet ihr unter dem Video. Da könnt ihr draufklicken, unter dem Livestream euch einloggen und Fragen stellen. Vielleicht beginne ich mit einer Frage. Ihr habt jetzt sehr viel erzählt über Passwörter und verschiedene Methoden, wie man die ersetzen oder ergänzen könnte. Und meine Frage an euch, was denkt ihr, wird sich durchsetzen oder welche Lösung hat Potenzial?
Das ist eine gute Frage. Es ist recht schwer zu sagen, weil es eben noch so viele Alternativen gibt und man zum Teil man sich auch noch nicht der ganzen, der vollen Konsequenzen bewusst ist. Biometrie scheint ja vielversprechend zu sein, in dem Sinne, dass es jetzt schon eingesetzt wird und schon einiges erleichtert. Also ich denke, das hat sicher Potenzial. Ich sehe das ähnlich. Also ich denke, alles, was einfacher wird, alles, was Nutzer und Nutzerinnen das einfach macht, wird sich durchsetzen. Das, zum Beispiel das FIDO 2 und MFA, das sind alles Sachen, die werden wahrscheinlich auch weiter kommen, aber ich weiß nicht, ob man Nutzer und Nutzerinnen dazu bringen kann, sich noch ein Token und noch eine zusätzliche App irgendwo runterzuladen. Das heißt noch mehr Aufwand. Das ganze Thema Passwortmanager ist natürlich eine gute Sache. Wenn man das irgendwie besser managen kann, geht das alles. Aber solange ich das als Nutzer und Nutzerin noch irgendwie selber machen muss, ich weiß nicht, ob das wirklich dann die Lösung wird. Aber deswegen sind so Sachen wie Biometrie, auch wenn das datenschutztechnisch oder sonst wie irgendwie bedenklich ist, das sind Sachen, die werden sich sehr wahrscheinlich, denke ich, weil sie einfach einfacher sind und nutzbarer, eher durchsetzen. Ja, dazu gerade eine Anschlussfrage aus dem Public Chat. Was ist, wenn, also bei Passwörtern gibt es zum Beispiel die Reset-Methode via E-Mail. Wie könnte man einfach kompliziertere Methoden resetten, wenn man jetzt das Token verloren hat oder die Smartcard oder sowas? Also wenn man jetzt bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung oder sowas das verloren hat, den Token, oder vielleicht. Zum Beispiel. Ja, da geht es dann zum Thema Backup. Das ist halt genau das Problem. Ich persönlich mache das nicht. Das ist sehr schlecht. Ich bin kein gutes Vorbild, aber ich bin jetzt einfach mal ehrlich. Ich kenne die meisten meiner Kollegen machen das so. Die haben tatsächlich Hardcopy-Backups. Also die haben entweder den QR-Code, wenn sie es über einen Google Authenticator oder irgendeinen anderen Authenticator gemacht haben, irgendwo ausgedruckt und dann in einem Safe liegen oder sicher aufbewahrt. Oder eben die Recovery-Codes, die man zwischendurch dann auch bekommt, aufgeschrieben und weggelegt, dass wenn man das Handy verliert oder wo auch immer dieser Token gespeichert ist, dass man das dann wiederfindet. Das ist auch das wieder, ist, man hat sich, das ist ein Patch, man hat sich überlegt, Passwörter sind nicht mehr sicher, man macht jetzt MFA, hat dann aber wieder nicht darüber nachgedacht, was passiert denn, wenn. Also nutzbar ist das eben, wie gesagt, auch noch nicht so richtig. Aber genau. Heißt, es gibt einen inhärenten Trade-off zwischen Usability und Sicherheit? Oder wie seht ihr das? Das ist das Core-Problem, ja, das Kernproblem der ganzen Sache. Ja, ganz genau. Jetzt ein weiterer Zuschauer bittet um eine kritische Einschätzung bezüglich biometrischen Authentifizierungsmerkmalen. Ist das wirklich brauchbar langfristig für die Zukunft, Biometrie? Ja, ist eine gute Frage. Also wir haben ja, vorher war das ja auch ein Thema, die Biometrie, vor allem mit der Identifikation von Menschen, irgendwie in großen Mengen zum Beispiel. Und dort wurde es ja sehr kritisch betrachtet, weil es eben zum Teil zu False Positives führen kann und man vielleicht damit sogar Menschenleben irgendwie, vielleicht nicht ruinieren, aber auf jeden Fall schwerer machen kann und man es irgendwie man fälschlicherweise Leute beschuldigt oder so. Jetzt bei der Authentisierung ist ja ein bisschen anderer Use Case. Aber ja, es ist natürlich kritisch zu sehen, weil wenn die biometrischen Daten irgendwie abhanden kommen, in die falschen Hände gelangen, dann kann man damit möglicherweise eben schon Unfug anstellen. Aber ich denke, da kann man auch, also beim Fingerabdruck zumindest, zum Beispiel kann man ja auch verschiedene Systeme haben, wo dann der Fingerabdruck je nachdem nur lokal irgendwie auf dem Gerät bleibt oder irgendwo in der Cloud landet oder so. Und ich denke, es ist, auch da gibt's, wird sich die Technologie weiterentwickeln und
Es wird aber trotzdem immer wieder eine Abwägung bleiben zwischen, zwischen Usability und Security. Also ein bisschen das gleiche wieder. Ja. Es ist da so ein bisschen genau immer dasselbe Problem, deswegen finde, also ist es so wichtig, dass diese Forschung zum Thema Human-Centered Security da jetzt langsam, also dass das Fahrt aufnimmt und auch in der Breite ankommt. Security ist halt ein interdisziplinäres Thema. Es geht uns alle irgendwie an, ob wir jetzt Experte oder Expertin sind oder nicht. Und wenn da irgendwie drei Leute in einem Kämmerlein sich überlegen, Passwort ist jetzt eine geile Lösung oder Biometrie und das dann einfach raushauen, sich aber nicht überlegt haben, was hat das für Konsequenzen und wie wird das dann nachher in der Realität umgesetzt, das darf halt nicht mehr passieren. Nur momentan ist das noch so ein bisschen so, dass Security-Technologie so entwickelt wird in einem kleinen Kämmerlein, also kleines Kämmerlein, meistens irgendwo schon fancy Office, aber trotzdem irgendwie abgeschlossen in einer Bubble, die sich selten öffnet. Aber das wird jetzt anders. Da bin ich guter Hoffnung. Vielen Dank für diese Einschätzung. Wir sind jetzt leider am Ende dieser Vorlesung, dieses Talks. Darum danke ich den Vortragenden. Vielen Dank. Und für die Zuschauer, es gibt noch die Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen. Die Vortragenden sind im Work Adventure noch anzutreffen, in der Lounge. Und für alle, die noch weiter dranbleiben, in 15 Minuten startet der Vortrag Swiss COVID, ein interdisziplinäres Pionierprojekt. Vielen Dank.